Ja, in diesem Haus wohnte Clara Rosenthal, die Tochter des Hohenemser Fabrikanten Anton Rosenthal und seiner Frau Charlotte, die die große Textilfabrik im Schwefel geführt haben. Clara heiratete 1891 nach Antwerpen und kehrte schon 1906 nach dem Tod ihres Mannes wieder nach Hohenems zurück. Dann schon als eine ältere Dame, die sich um ihre Eltern kümmerte, bis diese starben und Clara alleine in dem großen Haus lebte mit Untermietern. Dann schließlich selber zur Untermieterin wurde, als sie 1936 das Haus an den Arzt der Marktgemeinde Hohenems, Dr. Burtscher, verkaufte. Sie glaubte, dass sie friedlich dort ihren Lebensabend verbringen könnte. Da hatte sie sich getäuscht. 1940 wurde sie nach Wien zwangsumgesiedelt, in ein Judenhaus gesperrt und zwei Jahre später nach Theresienstadt deportiert und ermordet. Heute ist hier das Jüdische Museum.